Hallo, liebe Freunde der solaren Akkutechnik. Heute mal aus einer Werft in Deutschland zeigen, wo wir heute sind, was wir heute hier machen und vor allem, was hat Akkutechnik mit einer Werft zu tun. Ja, also wie wir im Hintergrund vielleicht sehen können, hier haben wir richtig große, amtliche, hochseetaugliche Boote. Ja, wir gehen jetzt gleich mal in die Werft rein. Wir haben hier heute die Erlaubnis, auch ein bisschen filmen zu können. Und dann möchte ich euch mal auf die Reise mitnehmen und euch mal zeigen, was hier gebaut wird, ja, und was wir dabei, oder ich in dem Fall, für eine Rolle spielen. Ja. So, da werden wir. Da haben wir es. Hier werden nämlich Hausboote gebaut. Ja. Und zwar nicht dieses, ja, und nicht das in der Mitte, sondern dieses hier. Ja, das ist ein sogenannter Ponton, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Korrigiert mich gerne. Und hier handelt es sich um eine 18 Meter Basis. Ja. Hier ist quasi die Mitteleinheit. Und da soll später auch der Elektromotor rein mit 50 kV. Ja, mit einer P-Class, glaube ich, von 1000 Ampere. Und ich baue und konstruiere die Akkus für diesen Motor. Und ich wollte euch mal auf die Reise mitnehmen und euch zeigen, was wir hier für eine Reise vor uns haben. Ja, ich kann gleich mal kurz hier ein Stückchen hochgehen und vielleicht mal euch einen Eindruck verschaffen, dass wir das mal zeigen können. Ja. Ah. Ups. So. So, da sehen wir schon mal ein bisschen was mehr. Hier vorne sind zwei Luken, da kann man unter Deck gehen. Das wird später als Stauraum genutzt auch und hier oben drauf kommt dann der Aufbau. Ja. Da kommt auch ein amtliches Dach rauf und da sollen später 15 Kilowatt Peak mit Solarpanels erzeugt werden, die auch für die Akkuladung und für das Haussystem gebraucht werden. Ja, hier in diesem Ponton habe ich mich nämlich auch gefragt, wo soll denn da der Akku und der Motor rein? Die Löcher dafür werden zum Schluss noch gebohrt. Der Werftchef hat gesagt, es dürfte so eine Mannsbreite von 60x60 irgendwie werden. Da sollte man mit hinkommen. Größer werden meine Akkus auch nicht. 6 Stück mit 10 Kilowatt sollen hier verarbeitet werden, also um die 60 Kilowatt. Und von daher, ja, schauen wir uns das mal noch mal ein bisschen genauer an hier. Erst wenn man so hier mal drunter ist, kriegt man einen Eindruck, was für ein riesen Apparat das ist. Ja? Also kann man sich schon mal vorstellen, wenn das später im Wasser ist. Ja? Aber es ist vom neuesten Stand, wurde mir gesagt, weil wir wollen mal hier so ein Vergleichsgerät zeigen. Und zwar dieses hier. Ja, aber das hat eine viel größere Verdrängung, ist daher vielleicht auch nicht ganz so stabil, braucht mehr Motorleistung und ist jetzt auch nicht ganz so lang. Ja. Aber bei so einer Konstruktion ist man halt dann doch schon, glaube ich, in einer nicht so effizienten Klasse wie dort drüben. Das ist stabiler, effizienter, weil es weniger Verdrängung hat. Und mir wurde gesagt, dass die Leistung kleiner ist als bei dem Boot, was eigentlich kleiner ist. Ja, ursprünglich sollten da auch zwei Dieselaggregate rein. Aufgrund der derzeitigen Krise und so weiter hat man davon abgesehen und auf einen Elektromotor gewechselt. Ich zeige euch schon im Anschluss nochmal Schaubilder, wie das nachher konstruiert aussehen soll. Aber ich glaube, wir können hier schon ganz gut erahnen, wo die Reise hingeht, wenn man sich mal diese Sachen oder diese Aufbauten anguckt. Ja, von daher sollte das auch kein Problem sein. Wir werden noch mal einen kleinen Abstecher später machen und gucken, wie sich das alles zusammensetzt. Hier wird jetzt erstmal weitergearbeitet, also wird ein bisschen laut, wir gehen wieder raus. Ja, so habt ihr schon mal eine Vorstellung bekommen und die Größenordnung. Also 100 Quadratmeter groß soll das Boot werden. Von der Wohnfläche, ja, die gesamte Grundfläche sollen, glaube ich, 130 Quadratmeter sein, ja, also noch ein bisschen größer. Hier liegt auf jeden Fall noch Material, ja, was für den Bau für das Boot genommen wird. Ja, vom Materialpreis hat mir der Eigentümer gesagt,
ist, wenn er das jetzt kaufen würde, das Boot, 100% teurer als vorher. Und ich kann euch sagen, so eine 500.000 geht hier schon mal rein in so einen Kahn. Und fast das Doppelte, also nur beim Grundpreismaterial, ist schon hart. Ja. Deswegen hat er gesagt, hat er Glück gehabt in dem Fall, dass er das vorher gekauft hat. November 21 hat er den Kaufvertrag hier mit der Werft unterzeichnet. Also kann man von Glück reden, dass man das da schon im Dach und Fach hatte und da nicht so wie jetzt das Doppelte bezahlen muss. Ja. Ja, er hat sein Haus aufgelöst, möchte quasi mit seiner Frau und seiner Mutter dort wohnen und in ganz Deutschland ja, durch die Gegend schippen. Ist ein schöner Gedanke, finde ich wirklich gut. Gerade in der heutigen Zeit ist es schwierig, gleich mal unabhängig zu sein. Und gerade auch mit Solarspeicher und Energie hat er sich vorher genau beschäftigt und auseinandergesetzt. Ja, auch die Wasserversorgung ist geklärt und es gibt viele Möglichkeiten, sich seine Träume im Alter zu verwirklichen. Ja, er geht jetzt in Rente, seinen lang gehegten Traum erfüllen. Ich werde das Projekt noch eine Weile begleiten und wir sehen uns später nochmal.